Herzlich willkommen zu Women Hit Harder. Es ist schon die Folge 41 und auch die letzte Folge in diesem Jahr. Und ich freue mich sehr, Ex-Politikerin Silvia Knell begrüßen zu dürfen. Schön, dass du da bist. Hallo Julia, es ist richtig schön. Vielen Dank für die Einladung. Wir wollten es unbedingt immer persönlich machen. Und jetzt müssen wir es so machen, aber wir werden es nachholen, wenn es dann mal wieder möglich ist. Ne? Corona ist ja so omnipräsent, aber das soll jetzt gar nicht unser Thema sein. Ich freue mich wirklich, also so oder so ist es einfach toll, dich zu sehen. Vor allen Dingen, wir haben ja gerade schon mal kurz, als wir uns abgesprochen haben, habe ich dich gefragt, als was moderiere ich den an? Das ist ja auch immer so eine Sache, weil man ist ja als Mensch eigentlich immer in sehr, sehr vielen Rollen gleichzeitig, ne? Aber was ich bei dir so interessant finde, du bist hier sozusagen wirklich Lehrerin, also aus dem Klassenzimmer in den Bundestag gezogen und wieder zurück. Und deswegen möchte ich auch gar nicht so viel vorwegnehmen, sondern ich übergebe dir einfach mal das Wort, dass du mal ganz kurz unseren Zuschauern und Zuhörern mal ganz kurz erklärst, was da eigentlich so bei dir los war. Ja, ich bin wegen der Bildungspolitik in eine Partei eingetreten, und zwar die Partei, die in Hamburg den Bildungssenator stellte. Und der hat so vieles so anders gemacht, dass ich völlig aufgebracht war, dass, was Politik eigentlich bewirken kann. Ich war vorher nicht so ein politischer Mensch. Ich habe mit Lehraufträgen gearbeitet, mich um meine Kinder gekümmert, war Elternratsvorsitzende der Schule, habe Feste organisiert, was Mütter denn halt so machen. Und als es denn so losging, dass wir plötzlich in unseren Konzepten, was wir erarbeitet hatten, gemeinsam mit dem Schulträger und mit dem Schulleiter, plötzlich alles zur Disposition stand, bin ich eingetreten und habe gesagt, das kann man besser machen. Das war damals die FDP mit dem Bildungssenator, der von der Führungsakademie kam und als Konteradmiral in die Geschichte eingegangen ist. Die FDP ist rausgeflogen aus der Bürgerschaft hier in Hamburg. Und alle hatten mir dann in der Partei gesagt, Bildung, das ist ein furchtbares Thema und das kann man ja nur verkehrt machen. Aber wenn du Lust dazu hast, dann mach mal nach dem Motto, kleine Pop dich mal Spielwiese, aus. gönnen wir dir, wir machen da nicht weiter. Naja, und ich durfte dann nach und nach immer mehr Funktionen übernehmen und habe sehr fleißig im Bildungsausschuss gearbeitet, habe nachher die Vorsitz übernommen, habe in meinem Kreis den Kreis aufgebaut. Da war auch keiner mehr, der irgendwie für diese Partei werben wollte. Und es wurden immer mehr Leute. Ich hatte das Glück, sie begeistern zu können. Auch der Ausschuss wurde immer größer, immer größer. Und ich habe gemerkt, für die Bildungsthemen sind ja die Veranstaltungen nicht so gut besucht wie bei den Wirtschaftsthemen. Da habe ich mir gedacht, gut, dann machen wir es mal gemeinsam. Herr Wölke kam von Budnikowski und hat dann nachher gemeinsam auch mit anderen Parteimitgliedern, damals auch Christa Götzsch, einer anderen Partei, haben wir ein Bildungsforum gemacht, sind durch die Schulen gegangen, geworben. Und wir hatten das Glück, das Thema wurde immer größer, immer größer. Ich hatte das Glück, irgendwann mal über den Bezirk, nachher in den Landesvorstand. Und dann war ich irgendwann Vorsitzende dieser Partei und Kandidatin für den Deutschen Bundestag, allerdings auf Platz Nummer 2. Und normalerweise kommen immer nur Nummer 1. Da steht denn der Mann. Ich hatte aber das Glück, dass wir so erfolgreich waren, dass auch Nummer 2 gezogen hat. Und ich kam plötzlich über Nacht in den Bundestag. Ich war vorher mit einem Lehrauftrag in einer Schule in Rahlstedt und dann hieß es an dem Wahlabend nachts um 4, bin ich angerufen worden. Da hieß es, wir erwarten Sie um 10:30 im Deutschen Bundestag. Ich habe gedacht, es kann nicht sein, das ist ein Aprilscherz. Und auch als ich da war, das erste Mal in dieser heiligen Halle, habe ich gedacht, jetzt kommt einer und sagt, was machst du denn hier? Das war so unwirklich alles. Aber ich habe 4 Jahre lang ein tolles Team um mich herum gehabt. Wir haben toll gearbeitet, tolle Erfahrungen gemacht. Mir war ziemlich klar, dass ich als Zweitgewählte wahrscheinlich das nächste Mal nicht dabei sein werde. Deshalb haben wir alles gemacht, was man machen konnte im Deutschen Bundestag. Und hatten daher viel, viel Arbeit, aber auch das Gefühl, viel gemacht zu haben. Insbesondere auch viele Veranstaltungen in Hamburg zu bildungspolitischen Themen. Wir haben Frau Leutheusser-Schnarrenberger auch hier gehabt und tolle Leute eingeladen. Also es war eine wirklich wunderbare Zeit. Ich hatte nach der Zeit im Deutschen Bundestag allerdings das Pech und das Motto, Frauen können härter zuschlagen, das trifft absolut in der Politik zu, absolut. Denn in Männergesellschaft mit ein, zwei Frauen kommt man immer durch und man ist immer nett auf dem Foto und die wollen auch Frauen dabei haben, aber bitte nicht zu viele. Und deshalb, wenn man in einer Gemeinschaft ist, wo vielleicht ein Platz für Frauen ist oder zwei Platz für Frauen sind,
dann sind die geborenen Rivalinnen immer die Frauen. Die Männer ziehen sich mit, aber nicht die Frauen. Und die Frauen sind eigentlich das größere Problem, weil sie sind diejenigen, die auch die anderen Frauen, die dann hochgekommen sind, angreifen. Mm. Und dadurch entsteht natürlich ein Konkurrenzkampf, der einfach nicht zuträglich ist. Wäre doch schön, wenn wir 5, 6, 7, 8, 9 Frauen hätten in diesen Gremien. Aber das passiert eben halt noch nicht. Also auf das eine Thema gehe ich später nochmal ein, aber jetzt muss ich erstmal nochmal zu deinem Starting Progress mit dir reden, weil du hast ja über Nacht sozusagen diesen Call bekommen, so ja. 10:30 Bundestag. Bist du dann sozusagen direkt aus deinem Lehramt entbunden worden, kurzfristig, oder hast du pausiert, Urlaub genommen? Wie hast du auch überhaupt vorher diesen Spagat geschafft zwischen ich muss meinen Unterricht vorbereiten, ich habe meine Schüler, versus ich muss ja auch die Inhalte für die Politik vorbereiten? Ja, das war tatsächlich ein Spagat und das war nicht immer einfach. Ich habe mit Lehraufträgen gearbeitet, weil mein Jahrgang damals wurde wegen einer sogenannten Lehrerschwemme nicht eingestellt. Es gab einen Einstellungsstopp. Das heißt, wir kamen aus dem Hauptseminar und hatten keine Anstellung. Und da aber immer Lehrer gebraucht werden, konnte man auch immer einen Lehrauftrag kriegen. Infolgedessen hatte ich gar keine Anstellung, sondern habe mit Lehraufträgen gearbeitet. 1, 2, 3, immer irgendwo. Was mir aber nach einer Zeit gut gefallen hat, weil ich habe meine Kinder bekommen und konnte dann immer sagen, oh, ich mache mal 8 Stunden, ich mache mal hier 10 Stunden. Ich konnte es immer schön abpassen, sodass ich beides machen konnte. Und damals war es eben auch so, ich war mit dem Lehrauftrag in Rahlstedt. Der wurde dann unterbrochen. Ich konnte ja dann nicht weitermachen. Im Deutschen Bundestag geht das nicht, weil man immer eine Woche zu Hause ist und eine Woche ist man in Berlin. Da kann man nicht mit unterrichten. Aber der Lehrauftrag lief dann auch aus und ich konnte mich nur dem Deutschen Bundestag widmen. Ich bin auch keine Beamtin oder sowas geworden. Ich habe viele verschiedene Berufe sehen dürfen, was ich im Nachhinein richtig gut finde, weil ich dadurch natürlich einen ganz anderen Blick auf Schule habe. Und nach der Zeit, da habe ich gewusst, ich will unbedingt wieder in die Schule, weil da fühle ich mich wirklich wohl. Ich wollte nie was anderes werden. Lehrer ist praktisch meine Bestimmung. Und habe dann auch das Glück gehabt, dass ich schnell wieder eine Anstellung gefunden habe. Ich bin einfach hingegangen zu der Schule, wo ich unterrichten wollte, habe gesagt, hier bin ich, ich möchte wieder anfangen. Erst haben sie mich komisch angeguckt nach dem Motto, die kommen aus dem Bundestag, was will die denn hier? War ein bisschen doof, auch die Kollegen dachten, ist das, die hat doch irgendwie was viel Besseres gemacht, so nach dem Motto. Da habe ich gesagt, nee, ich will einfach nur hier sein, das ist alles. Und ich bin da geblieben, bis jetzt bin ich immer noch da. Es ist wirklich wunderbar, zauberhaft. Ich habe eine tolle Schule, eine tolle Schulleitung, ich habe ein tolles Team. Was will man mehr? Aber du musst mir mal sagen, also wenn du sagst, es ist deine Herzensangelegenheit, du fühlst dich dazu berufen, eine Lehrkraft zu sein. Und nichtsdestotrotz gab es ja Dinge, zu denen du sagtest, nee, also das ist ein No-Go, wie man ja neudeutsch sagt, funktioniert so nicht. Ich möchte das und das ändern. Was waren denn zum Beispiel Dinge, die du ändern wolltest, die du eventuell sogar geändert hast und die eventuell sogar heute noch zum Tragen kommen? Ja, wir hatten viele Ideen, wie man im Grunde genommen diese Hürde des Föderalismus irgendwie überwinden kann. Bildungspolitik ist ja immer Landessache. Ursprünglich wollte ich eigentlich in die Bürgerschaft. Ich habe irgendwie das nicht geschafft. Ich habe das einfach übersprungen und bin dann im Bundestag gelandet. Da macht man natürlich für die Bundesrepublik Politik. Das heißt, wir haben BAföG erhöht, wie Sie jetzt auch wieder das machen. Und wir haben uns über Inhalte unterhalten, die natürlich mehr Forschung und Universitäten betreffen. Aber wir haben auch versucht mit Bildungsgeld. Und wir haben ganz viele Versuche gemacht. Sie sind nicht alle glücklich geworden. Aber zum Beispiel das Deutschlandstipendium, das haben wir durchgekriegt. Für die Schulen selber was zu machen, ist wegen des Föderalismus ärgerlich verbaut. Denn ich sehe das jetzt in Tangstedt, der Schulträger ist eine kleine Gemeinde. In der Gemeinde sind hochehrenwerte Leute, die aber mit Schule nichts zu tun haben, in der Gemeindeversammlung. Die können sich moderne Pädagogik nicht vorstellen, weil ihre Schulzeit liegt ja viel Zeit zurück. Und die moderne Pädagogik, die braucht eben mehr Lehrer. Wir haben Inklusion, wir haben keine dementsprechend multiprofessionellen Teams. Wir haben zu wenig Räume, wir haben von allem zu wenig. Und wenn die Eltern kommen und sagen, das kann doch gar nicht sein, sie brauchen doch mehr, sage ich, das ist eine staatliche Angelegenheit. Wir sind ein volkseigener Betrieb und sie wissen, wo volkseigene Betriebe gelandet sind, nämlich im Chaos und sie sind gescheitert.
Und wo sehe ich Schule auch? Sie sind unterfinanziert und sie haben einfach keine Lobby, weder in der Gemeindeversammlung noch in der Bürgerschaft oder sonst wo, weil wir einfach immer zu wenig Leute haben, um richtig guten Unterricht zu machen. Wir brauchen viel individuellere Möglichkeiten, denn die Kinder, die wir kriegen, die werden so individualisiert erzogen, dass ich heutzutage mit 30 Kindern, so wie das bei mir war, kann ich überhaupt nicht mehr unterrichten und auch nicht in diesen kleinen Räumen. Das geht überhaupt nicht. Eigentlich müssten es die Hälfte sein und dafür doppelt so viele Lehrer. Und deshalb sehe ich es unterschiedlich. Ich kann meine Kinder auch unterm Baum unterrichten. Ich brauche nicht unbedingt besondere technische Möglichkeiten. Aber für die Welt von heute muss ich die haben, damit sie sich nachher in der Gesellschaft gut ausgebildet dann auch bewegen können. Und dafür brauche ich auch mehr Leute, die das natürlich machen. Und ich brauche so viel in Schule, damit diese Generation erfolgreich nachher die Gesellschaft weiterführen kann. Hast du denn zum Beispiel noch zu einigen deiner Ex-Schüler Kontakt? Sind die heute schon groß von damals? Seid ihr manchmal noch in Kontakt? Ja, man hat zu den Grundschülern keinen Kontakt mehr, weil die gehen ja dann auf weiterführende Schulen und dann ist es das. Aber man trifft sie dann und dann sagen sie so ganz verschämt so, hallo Frau Kanell. Und dann gucken sie nach dem Motto, kennt die mich noch? Erkennt sie mich noch? Das ist so niedlich. Und meistens erkenne ich sie auch, weil ich habe sie alle in meinem Herzen. Ja. Und das ist dann wunderschön. Und einige, die schreiben nochmal zu Weihnachten oder zum Geburtstag und sagen nochmal, hallo, hier bin ich. Und das ist toll. Dann sieht man, was aus ihnen geworden ist. Und natürlich ist man neugierig, wie es gelaufen ist alles. Ja. Wie Sie auch Grundschule im Nachhinein sehen, das ist auch spannend. Das ist auch wirklich tatsächlich so, weil man ja, wenn man sozusagen mit Leib und Seele und mit Passion dabei ist, dann gibt man ja immer ein Stück von sich selbst und von seinem ganzen großen Ganzen weiter, ne? Ja. Und ich finde es auch immer spannend, wenn man so eine Kleinigkeit hängen geblieben ist, dass man sozusagen aus diesem kleinen Heranwachsenden irgendwas noch Gutes herausgezaubert hat, beziehungsweise es getriggert hat, dass da... dass damit was auf den Weg gegeben wird, ne? Das ist toll, das ist super. Ich habe zum Beispiel eine Zeit lang jetzt Religion unterrichtet, bin überhaupt nicht ausgebildet, noch nicht mal in der Kirche, was ja eigentlich nicht sein soll, aber wir haben überhaupt niemanden in der Schule, der in der Kirche das machen könnte. Im Prinzip müsste alles ausfallen, das geht natürlich auch nicht, aber deshalb hilft man sich irgendwie. Und da kam tatsächlich mal ein ehemaliger Schüler. Und er sagte, ach, wissen Sie, Frau Kanell, Ihr Religionsunterricht hat mir so geholfen in der 5., 6. Klasse. Es war so toll. Wow, ausgerechnet das Fach, wo ich selber kritisch mit umgehe. Da habe ich gedacht, wow, ja, da hast du was richtig gemacht. Aber es ist tatsächlich manchmal so. Ich erinnere mich manchmal an meine Uni-Zeit, ja? Wo du gedacht hast, boah, eigentlich könntest du gerade, also gedacht hast, könnte gerade die ganz große Kohle machen, warum sitze ich hier eigentlich? Ich könnte jetzt das und das und das und gerade richtig Geld verdienen. Aber dann gab es manchmal diese kleine, aber feine Randnotiz des Professors oder des Dozenten, ja? Also so eine ganz kleine, beiläufige. Und dann hat es geklickt und man so, krass, genau deswegen. Ja, so eine Momente hat doch bestimmt jeder mal, oder? Und auf alle Fälle, ja. Ich hatte das ganz extrem vor dem 2. Staatsexamen, wo ich dann gedacht habe, oh Gott, hoffentlich bist du bald durch. Ich habe wirklich keine Lust mehr gehabt auf Examen, auf Lernen und all diesen Zirkus. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt nochmal. Und da habe ich auch so eine Schlüsselszene gehabt, hatte jemanden getroffen, der mir erzählt hat, so von dem hinterher, ich dachte so, das ist es. Deshalb machst du das. Und jetzt meldest du dich zum Examen und jetzt ziehst du es durch. Ja, das kenne ich. Magst du, kannst du darüber reden, was es war, was dich auf einmal so gekickt hat? Ich musste mein Studium mit Taxifahren verdienen. Und irgendwann mal, wenn man immer diese Studentenjobs macht, dann irgendwann verlierst du so die Übersicht über dein Leben und denkst, was bin ich jetzt eigentlich? Bin ich jetzt noch Studentin? Oder bin ich jetzt mein Leben lang Taxifahrerin? Oder was wird das eigentlich hier aus dir? Und das war so ein Tiefpunkt im Prinzip in meiner Ausbildung, wo ich rein von der Identität gar nicht mehr wusste, wo gehöre ich eigentlich hin? Und ein Freund von mir, da war ich hatte gelernt und gelernt und habe gesagt, oh, ich kann das nicht mehr sehen. Der kam einfach auf mich zu. Und das waren eigentlich zwei Sachen. Der kam auf mich zu und sagte, ja, du brauchst das ja nicht machen, das ist doch freiwillig. Du kannst ja auch Friseurin werden. Ja. Ich bin Friseurin, das ist ein durchaus ehrenwerter Beruf.
aber das wollte ich halt nicht werden. Ich habe gedacht, okay, das kannst du natürlich, aber das ist nicht das Mittel meiner Wahl. Und das hat mich dann doch angespornt. Und das andere war, da habe ich eine Freundin getroffen, die ich aus der Grundschule kannte. Und die war schon so weit. Die hat schon alles fertig gehabt, hat eine wunderbare Klasse und kam gerade von einer Klassenreise, die wohl wunderschön geworden ist. Und erzählte mit leuchtenden Augen, wie toll das alles war. Und da habe ich gedacht, ja, das ist es. Das willst du jetzt auch und du willst jetzt dein Geld anders verdienen. Du willst jetzt nicht mehr hier irgendwelche Jobs machen, sondern du willst jetzt richtig Lehrerin sein, genauso wie die. Und das hat mir auch gut geholfen. Aber ich muss sagen, ich finde es so, ja natürlich, Studienzeit ist immer so eine ganz schöne Herausforderung. Ne? Also auch inhaltlich, ich erinnere mich auch, ich habe einfach auch so viele Sachen gleichzeitig gemacht, um mir so ein bisschen Kohle zu generieren für mein Leben, ja, oder für meine, was auch immer, Miete, Studium, alles. Miete, und dann ist es immer spannend, was Leute so gemacht haben. Ja, du bist Taxi gefahren. Ich kann es gar nicht glauben, dass du Taxi gefahren bist, Silvia. Ja, also, okay. Es ist großartig. Also das heißt, du musst ja unglaubliche Ortskenntnis im Bereich Hamburg haben. Naja, du musst für einen Taxenschein erstmal eine ganze Menge Verbindungsstraßen auswendig lernen. Das wird dann schriftlich und mündlich geprüft. Und heutzutage hast du ja ein Navi. Das hatten wir früher alles nicht. Ich habe aber das immer dann so gemacht, ich habe die Leute dann gefragt und habe gesagt, haben Sie einen bestimmten Weg? Haben Sie uns in der Taxifahrerschule nämlich geraten? Und tatsächlich erzählen die Leute dir dann diesen richtigen Weg. Der ist aber meistens viel länger als das, was du im Kopf hattest. Also haben beide gewonnen. Dein Fahrgast fühlt sich wunderbar verstanden. Du nimmst den Weg, den er genau erwartet hat und er ist völlig glücklich mit dir. Ja, und du hast mir an der Uhr. Geht doch. Sehr gut, sehr gut. Aber ich möchte unbedingt noch mal ein bisschen auf deine Bundestagskarriere zu sprechen kommen, weil das ist ja eigentlich wirklich, wenn man es so hört, so wie du vorhin gesagt hast, die Lehrer, die an der Schule waren, haben gedacht, boah, die kommt jetzt von so einem Standing zurück zu uns. Ja, ich meine, es ist schon eine ganz schöne Ansage, wenn man auf einmal deutschlandweit fungiert und im Bundestag sitzt, zwar irgendwie auch für seinen Landkreis, aber nichtsdestotrotz mit einer großen Mission. Und wenn dann auf einmal der Name steht, wo du sagtest, so, ich dachte, das ist ein April-Scherz, ich bin jetzt hier im Bundestag, ich spreche vor, ich trage meine Ideen vor, ich bin die Person, die sozusagen jetzt zur Leitfigur wird, ja? Ja. Ja, kannst du bitte mal über diese Gefühle sprechen, über diese inhaltlichen Sachen und über auch, ich meine, es ist auch, ich glaube, das kann auch nicht jeder, ne? Es ist auch schwer für so einen Leuten zu reden, die permanent da reden und sich da auch einen Namen zu machen, den du ja definitiv hast und hattest. Ja, es ist, das ist wirklich sehr, sehr heftig, denn du kriegst wahnsinnig viel Aufmerksamkeit. Ich war es nun jahrelang jetzt schon gewöhnt, vor vielen Menschen zu reden. Das ist ja nicht wie im Klassenzimmer. Und ich habe vom Abitur bis zur Grundschule ja alles Mögliche unterrichtet. Aber wenn du dann erstmal vor dem Landesparteitag deine Rede hältst, und meine Rede, die erste, die muss grottenschlecht gewesen sein, und nachher weiß ich das. Ich war in dem Moment furchtbar aufgeregt und dachte, ich muss furchtbar intellektuell und furchtbar viel und ich muss die furchtbar gelangweilt haben. Tut mir heute noch leid. Und dann aber, dann kriegst du den Dreh raus, indem dass du dich kürzer fasst und schlichter einfach genau das sagst, was du sagen möchtest. Dann kommt der Bundesparteitag und da blenden dich die Scheinwerfer. Du siehst das Publikum gar nicht. Das ist richtig ein Tod, den man da stirbt, weil es so aufregend ist. Und dann kommt deine erste Rede im Deutschen Bundestag. Bei Phoenix übertragen, alle gucken zu, deine Eltern, deine Freunde, deine Kinder. Es ist unglaublich und du hast echt das Herz hier oben. Und du kriegst so viel Aufmerksamkeit, überall der rote Teppich. Und, Frau Könne, hier und da und ein großes Schild, Fahrbereitschaft, da kommt einer, der fertig und so weiter. Das ist ein mega Kulturschock erstmal. Und dann plötzlich, das habe ich mir im Herzen immer mitgenommen, denn diese Aufmerksamkeit, die erwartest, du fängst an, das zu erwarten. Du fängst an, als Erste begrüßt zu werden. Du fängst an, dass du erwartest, auf einem Parteitag als Erste auch genannt zu werden. Wir begrüßen herzlich die MdB Silvia Kanell. Du erwartest das nach einer Zeit. Das ist wie eine Droge. Und was, ich muss heute selber fahren? Wie kommt das? Soll ich ein Taxi nehmen? Das ist ja auch komisch, jetzt nur ein Taxi zu nehmen. Ne? Du erwartest die Fahrbereitschaft. Und zwar genau dann, wenn du sie brauchst. Das sind so Erwartungen, wo du jetzt merkst, diese Aufmerksamkeit, die macht was mit dir, weil du denkst plötzlich, das ist für dich, aber kein Mensch kennt dich. Die machen das nicht für dich, die machen das nur,
für den Titel MdB. Die machen es nur in deiner Funktion. Du musst es ganz sauber trennen. Mir ist das gelungen, es zu trennen. Und trotzdem hatte ich noch ein Jahr nach dieser Zeit immer das Gefühl, die müssen mich jetzt alle begrüßen. Ich muss jetzt was Wichtiges sagen. Oder mir muss die Tür aufgemacht werden. So dieses, da kommt jemand. Und ich habe mir immer gesagt, du musst davon runter. Das ist eine Droge. Du bist nur eine von vielen und mehr nicht. Du bist genauso wichtig wie alle anderen auch. Ich habe mir das auf 4 Jahre immer wieder gesagt und habe gesagt, mach dich nicht abhängig davon. Und das hat mir doch geholfen, dann auch Abschied zu nehmen. Denn ich habe viele beobachtet und beobachte, weil ich das so spannend finde, das Thema Aufmerksamkeit, auch heute noch, von Leuten, die eben diese Aufmerksamkeit plötzlich nicht mehr haben. Was sie alles tun, damit sie um Gottes Willen wieder im Fernsehen sind, um Gottes Willen wieder ein Interview geben können oder um Gottes Willen sich irgendwie fühlen können. Ja, ja. Und das ist wirklich eine ganz heftige emotionale Geschichte, die da mit dir passiert. Das ist ganz großes Kino, ne? Ich finde, man hat ja auch immer von sich selber so ein Weltbild oder auch von anderen oder wie man sich präsentiert. Und dann gibt es ja echt Leute, da fragst du dich manchmal, wirklich jetzt? Kann ich nicht glauben. Machen die das gerade wirklich? Also ist denen das klar? Also on purpose? Ja. Und die meisten tatsächlich ja, um jeden Preis Aufmerksamkeit, ja? Rufen die Bildzeitung an, sagen, ich habe einen neuen Freund, sie dürfen ihn auch gerne mit mir zusammen fotografieren oder wo ist das Mikro, ich muss was sagen oder ja. Bin ich jetzt im Fernsehen? Ja, natürlich. Aber das kommt, weil Aufmerksamkeit ist tatsächlich die Droge unseres Jahrhunderts. Das ist wirklich eine spannende Entwicklung, wie Leute immer mehr Aufmerksamkeit brauchen. Das kommt auch von diesem überbordenden Individualismus. Ich muss ja irgendwie auch wichtig sein. Das kann ich nur, wenn andere auf mich reagieren. Wir haben zum Beispiel in den Veranstaltungen, am Anfang gab es immer mal so 1,5 Stunden oder 1 Stunde Vortrag, 3, 4 Fragen. Ich habe das total umgeworfen. Ich habe gesagt, so lange kann kein Mensch mehr zuhören. Oder überhaupt Fakten aufnehmen. Wir machen es genau andersrum. Wir machen es 15 Minuten, allerhöchstens 20 Minuten und 1,5 Stunden Fragen. Und tatsächlich war viel besser, das war richtig lebendig. Jeder, der einmal was in dieser Veranstaltung gesagt hat oder einmal wenigstens Frau Leuthäuser-Schnarrenberger mal eine Frage stellen durfte, der geht so nach Hause und sagt, oh, war eine tolle Veranstaltung. Absolut, bin ich auch. Also genau, lebendig ist das Stichwort, ne? Ja. Ich bin auch, also Frontalunterricht finde ich jetzt auch, es gibt ja auch Lehrer, die genau dieses Ding haben mit ihrer Aufmerksamkeit. Ja. Die brauchen es, dass die reden und reden und reden und reden und reden. Und du schon manchmal denkst so, Mann, was ist da los? Warum kann der nicht mal so ein bisschen darauf eingehen, ne? Ja, genau, ganz genau. Warum nicht mal selber sich zurückstellen und die anderen nach vorne stellen? Ja, das genau. Das ist der Zauber von solchen Veranstaltungen, sich selber zurücknehmen. Aber Frau Kanell, haben Sie denn mal überlegt, dass Sie dieses Thema zu Papier bringen, zu Buche? Ja, dafür musste ich ja ein bisschen mehr Zeit haben. Ich bin ja voll berufstätig und das ist ja nicht nur so, dass die Stunden, die man für die Kinder im Unterricht verwendet, ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Richtig. Darunter sind ja noch so viele Verwaltungsaufgaben, Medienkonzept, Raumkonzept. Und was wir alles schreiben und auch teilweise für die Tonne schreiben, das ist unglaublich. Und da ist einfach viel Arbeit drin. Und ja, vielleicht mache ich mal eine Untersuchung über Aufmerksamkeit. Mal gucken. Also ich finde das so spannend. Tatsächlich sind mir da auch schon sehr, sehr viele Dinge begegnet. Auch so, ich weiß nicht, das ist auch so ein ganz typischer Schlagmensch. Und ich komme bis heute nicht so richtig damit klar. Also kennst du bestimmt, es gibt Menschen, mit denen schaffst du eine Interaktion. Die ist lebendig, die ist spannend. Man fragt sich, weil man interessiert ist. Man merkt es richtig. Ja, das ist so. Puh, puh. Und dann gibt es Leute, denen stellst du eine Frage und die stellen niemals eine Frage zurück. Ja, das ist auch tatsächlich eine Kunstform. Am Anfang, als ich in die Partei eintrat, bin ich so ab und zu mal mitgenommen worden zu Veranstaltungen. Und ich hatte da eine nette Parteifreundin, die mich mitgenommen hat. Und die hat den ganzen Abend von sich selber erzählt. Und ich habe ganz staunend daneben gestanden. Ich bin auch so erzogen worden, der Esel lernt sich erst zuerst. Ne? Also stell dich hinten an. Und die Kunstform war, jeden Satz mit ich zu beginnen und die ganze Zeit von sich zu erzählen, auch wenn es gar nicht interessant ist. Es war gehend langweilig, aber trotzdem, es gehörte wohl dazu. Und so ist das tatsächlich auch in der Politik, teilweise vonnöten sogar, die Leute erwarten es teilweise auch, dass man immer von sich was irgendwie sendet und immer von sich erzählt. Okay,
das ist dann so. Ist, wie gesagt, ich nehme es als Kunstform, aber in manchen Gesprächen wird es halt auch so erwartet. Ja, spannend. Also aber ich kann damit zum Beispiel nicht gut umgehen. Also wenn ich einmal so ein Gespräch führen muss, auch wenn es jetzt beruflich ist, ja, aber so ein Gespräch werde ich dann nicht nochmal führen. Weil ja, ich finde es so unangenehm, diese Situation. Weil kennst du dieses Gefühl mit dieser peinlichen Stille? Oh ja. Wir sind ja auch Redeführer, beide. Du genauso wie ich, ja. Und ich kann dieses Gefühl manchmal nicht. Also ich bin schon besser geworden. Manchmal lasse ich es auch einfach, dann sage ich ja halt nichts mehr. Ja? Aber früher war das echt. Ich habe diese peinliche Stille ganz als sehr unangenehm empfunden und habe immer versucht, auch sozusagen meine Leute, meine Audienz, mit denen ich da auch Gespräche führte, immer so zu connecten und immer wieder so zu. Ja, genau. Weißt schon. Und es gibt, und dann verstehe ich manchmal nicht, es gibt Leute, die das einfach null können oder null interessiert oder denen es vielleicht nicht mal auffällt. Meinst du, du musst sie animieren, dass sie was sagen oder? Oder miteinander connecten, damit immer mal wieder so ein Wort happen oder so und dann so und dann noch in da, damit da was passiert, ja? Naja, manche trauen sich vielleicht auch nicht so. Das ist ja auch sehr unterschiedlich. Manche haben einfach auch ein bisschen Angst vor anderen Menschen und nehmen sich deshalb zurück. Ich habe das im Infotischtraining, als Politiker machst du ja viele Infotische vor Wahlen und auch sonst so, sind ja nicht nur vor Wahlen unterwegs. Und tatsächlich einige Parteifreunde, die stehen dann so hinterm Tisch, so ein bisschen verborgen, weil sie dieses Offensive eigentlich nicht mögen. Also fühlen sich unsicher, denken, dass sie den anderen auf die Nerven gehen. Und da musste ich auch immer erst ihnen erklären, dass sie doch auf der Straße stehen, weil sie davon überzeugt sind, etwas Gutes den anderen zu erzählen und sie zu überzeugen von den Ideen, die sie haben. Und manchmal hilft es auch, wenn man einfach eine Blume in der Hand hat zum Beispiel. Ne? Ich habe manchmal so gelbe Tulpen gekauft oder gelbe Rosen, was auch immer, Hauptsache gelb. Und habe gesagt, komm, gib einfach nur mal eine Blume weiter, dann stehst du vor dem Tisch, das ist schon mal wichtig. Und du hast das Gefühl, dass du es darfst, ne? Du darfst die ansprechen. Ja, und das ging dann auch nach einer Zeit. Dann haben sie sich auch getraut. Und dann merkt man auch, das bringt richtig Spaß, mit anderen Leuten zu reden. Manchmal kommen die und erzählen die ganze Lebensgeschichte. Und es ist auch manchmal sehr spannend, ne? Gerade wenn alte Leute kommen und sagen, Mensch, ich komme aus einer schwierigen Zeit. Das waren manchmal ganz, ganz wunderbare und interessante Geschichten. Und so weiß ich, dass manche sich einfach nicht wirklich trauen. Die brauchen ein bisschen Training und ein bisschen Selbstüberwindung, um auf andere Menschen zuzugehen. Ja, gut, natürlich, ja, guter Punkt. Also dann, ich lasse es auch wirken, auch ich bin ein Mensch und reflektiere und lerne auch immer noch was Gutes. long life process. Genau. Aber sag mal, wenn du jetzt als, du bist jetzt sozusagen in deinem Beruf und du bist total glücklich und man spürt es ja auch, ne? Da ist ja so pure Energie und deine Augen strahlen. Also genau das, was du damals wolltest, hast du definitiv geschafft, so wie deine Kollegin oder Freundin. Ja. Jetzt interessiert mich nur, wenn du jetzt, also mit dem heutigen Wissen, und mit allem, was du tust, deinen Blick auf die heutige Politik richtest, wie geht es dir damit und was denkst du darüber? Ach, ja, das ist schwierig. Ist auch also, ein bisschen gemein, die Frage, ne? Ich finde das schön, dass sich diese drei Parteien, die Sozialdemokraten, Grünen und die FDP, zusammengetan haben. Ich finde das richtig gut, einen Neuanfang zu beginnen, ohne dass man den anderen immer gleich wie im Wahlkampf in die Pfanne hauen muss. Das finde ich sehr befreiend. In Schleswig-Holstein habe ich allerdings gelernt, dass die Opposition sehr schwach wird dadurch, wenn drei Parteien koalieren. Das macht mir ein bisschen Sorge, aber die CDU wird sich wahrscheinlich nicht lumpen lassen. Die haben ja jetzt mit Merz auch eine Integrationsfigur, die wahrscheinlich auch mal ein bisschen auf den Topf hauen wird. Das tut gut. Man braucht immer eine gute Opposition, denn tatsächlich, das sieht man ja jetzt auch, ist der Anspruch, den man so mitbringt, ne? Als Politiker, ich will was verändern und ich habe hier meine Ideologie im Hintergrund und ich will genau das in die Richtung, der funktioniert dann nicht. Natürlich in der Realität nicht zu 100%. Natürlich muss man Kompromisse machen. Natürlich gibt es jetzt auch für Christian Lindner im Finanzministerium Informationen, die er vielleicht vorher nicht hatte. Und das ist nicht immer ein gerader Weg, den man da geht. Und es ist tatsächlich gut, wenn man auf der einen Seite als Politiker manche Schritte macht, die man vielleicht vorher nie machen wollte. Ich glaube, dass Christian Lindner zwar immer gesagt hat, man darf keine Finanztricks anwenden als Minister und jetzt macht er das doch. Und ich glaube, dass das richtig auf der sachlichen Ebene richtig ist. Mhm. Für den Wahlkampf jetzt ist das nicht so elegant. Ja, okay, aber die schlimmen Sachen macht man am Anfang in der Hoffnung, dass man sie nach 4 Jahren vergessen hat. Und
Und ich glaube, er macht es nur, weil es vernünftig sein wird. Hm. Und es ist halt nicht so, wie man sich das vorstellt in dieser Partei. Aber gerade in diesem neuen Aufbruch müssen wir, glaube ich, neu denken. Und ich finde das gut im Moment, dass wir neu denken. Ich bin selber sehr, sehr gespannt. Olaf Scholz macht ja immer alles so sehr geräuschlos. Ich hoffe, dass er genauso geräuschlos weitermacht, allerdings manche Sachen auslässt, die er in Hamburg nicht gut gemacht hat. Vielleicht gelingt es ja mal. Und die werden alle daran arbeiten, dass sie die nächste Legislaturperiode wieder wählbar sind. Insofern bin ich auch ganz zuversichtlich, dass sie es gut machen. Und ein bisschen grüne Politik tut uns auch gut. Ist auch nicht verkehrt. Umdenken. Ja. Aber was mich wirklich brennend interessiert, liebe Silvia, ist folgende Frage. Die wurdest du bestimmt auch schon 100.000 Mal gefragt. Es tut mir also leid, ich entschuldige mich im Voraus. Aber wäre es denn oder ist es denn denkbar, dass du nochmal den Schritt zurückgehst in den Bundestag? In den Bundestag nein, in den Bundestag auf gar keinen Fall. Denn Bundestag hat für mich bedeutet 3 Stunden schlafen, der Rest ist Arbeit. Und das von morgens bis abends und nachts und alle Tage im Jahr und kaum Urlaub. Also das war wirklich sehr, sehr anstrengend. Denn schon allein die Zugfahrt, 1 Stunde 20 Minuten, hat die 3 Stunden dann schon ein bisschen aufgemöbelt. Das war einfach ein unglaublicher Hochleistungssport, den wir da hingelegt haben. Und ich glaube, das würde ich jetzt nicht mehr so schaffen. Und ich würde es auch gar nicht mehr so wollen. Politik vielleicht ja, aber an anderer Stelle. So ein bisschen im sozusagen in Hamburg, Landeskreis. Wie auch immer, wo auch immer. Aber dass man noch mal ein bisschen mitgestaltet, wenn man einen Antrag schreibt oder mal sowas macht, das hat mir immer großen Spaß gemacht. Oder eher so in Richtung Schuldirektion. Dafür bin ich zu alt. Wirklich? Ja, dafür bin ich zu alt. Das glaube ich nicht, dass mich da noch jemand nimmt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass du alt bist, so null, vor allem nicht in unserer heutigen Zeit, ist doch Alter... Schall und Rauch. Ja, und wir müssen auch mal über diese Altersgrenzen nachdenken, ob das überhaupt noch zulässig ist. Wir wollen die Rente immer weiter rausschieben, aber die Altersgrenzen, wenn du irgendwo rausgeworfen wirst, die sind immer noch lebendig. Also gegen Altersdiskriminierung kann ich mich ja dann noch mal ein bisschen stark machen in der Politik. Bin ich definitiv auch bei dir, also weil ich das auch so sehe. Ich meine, guck mal, wir sind jetzt, also bei mir ist es so, ich bin ja nun 90er-Jahrgang, Generation, ja. Bei uns ist ja nicht mal klar, ob wir von der Rente, die wir immer einzahlen, überhaupt jemals was dann haben. Das ist klar. Ihr werdet nichts haben. Das ist schon jetzt klar. Und auch meine Rente, davon werde ich auch so nicht leben können. Aber... Und das ist der Punkt, also das, man muss ja irgendwie was schaffen, genau, man braucht ja irgendwie nochmal, dass man ein bisschen Geld hat. Ja, man darf aber auch nicht vergessen, wir sind auch hier die Erbengeneration, also die Leute, die in Rente gehen und was geerbt haben, die sind nicht ganz so dumm dran. Die nichts geerbt haben, das sind diejenigen mit den ganz, ganz kleinen Renten und es kann nicht sein, dass ein Staat sie einfach so... ja, vor sich hin leben lässt, denn da muss einfach mehr passieren. Und in dem Bereich, da muss ich sogar ich sagen, könnte ich mir sogar auch vorstellen, dass ich mich da irgendwann mal, also ich habe es jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber tatsächlich so mehr wir darüber reden, also ich fühle es total, ja, ich habe das Gefühl, das ist einfach so ungerecht. Es gibt ja sogar den Punkt, dass man seine Rente noch versteuern muss. Ja, natürlich, aber nur ab gewissen Grenzen, also du darfst ungefähr, glaube ich, 1.000 Euro verdienen, dann musst du versteuern. Ja, aber ist doch Nonsens. Guck mal, die ganzen Leute, die am Wiederaufbau mitgeholfen haben, ja buchstäblich, das Land wieder in den Griff zu kriegen, wirtschaftlich stark zu machen, die sind heute zum Teil echt schlecht dran. Ja, das ist tatsächlich, das ist auch ein mega Frauenproblem, dass die natürlich auch durch die Kinder und als sie zu Hause waren, wenig in die Rentenkasse eingezahlt haben. Es gibt ja durchaus gute Beispiele, auch international gute Beispiele, wo alle Leute in die Rentenkasse einzahlen. Ein Schweizer hat zum Beispiel nicht diese Probleme, die kriegen sehr viel mehr aus der Rentenkasse, ein Italiener übrigens auch. Wer? Die Italiener übrigens. Ach, die Italiener, auch. Ja. Ist ja auch so, zum Beispiel UAE, also United Arab Emirates, ne? Da ist auch nichts mit Steuer und Nupf. Die machen es einfach und scheint zu funktionieren. Haben die nicht auch noch andere Geldquellen? Ich meine, wir haben ja nicht so viel Öl wie die. Vielleicht können die sich das mehr leisten.
Ja, aber ist schon hardcore. Aber ja, gut, das soll jetzt auch gar nicht das Thema sein. Ich möchte ja viel lieber wieder zurück zu dir und nochmal so richtig persönlich jetzt werden. Los. Und zwar die Rubrik lautet 15 schnelle Fragen. Okay. Du musst einfach nur instinktiv antworten. Ich muss Also. ja auch schnell antworten dann. Ja, also relativ. Du kannst auch immer dazu noch was, je nachdem, du wirst es gleich merken. Okay. Also Kaffee oder Tee? Kaffee. Haus oder Wohnung? Haus. Fahrrad oder Auto? Auto. Ja, Auto. Ich habe gar kein Fahrrad. Ich habe doch gar kein Fahrrad. Bahn oder Flugzeug? Oh, das finde ich beides gut. Je nachdem, wo ich hin muss. Kleine Strecke Bahn, große Strecke Flugzeug. Ja, okay. Weiß oder schwarz? Weiß. Halb leer oder halb voll? Halb voll. Bar oder zu Hause? Bar? Also jetzt zum Ausgehen Bar. Ja, genau. Auch beides. Hat was, ne? Ja, ha. Also als die Corona-Zeit begann und wir nur zu Hause sein mussten, da habe ich gedacht, mir kommen die Wände entgegen. Ich Ja. bin halb verrückt geworden, weil ich gedacht habe, ich will wieder raus und Ja. Veranstaltungen und Bars, natürlich. Na, jetzt habe ich mich schon ein bisschen dran gewöhnt, dass das nun nicht immer ist. Aber trotzdem, es ist noch geblieben. Bar ist schon zwei Drittel. Zwei Drittel. Zwei Drittel und ein Drittel Hause. Pumps oder Sneakers? Oh. Ja, ich darf keine Pumps mehr tragen. Am liebsten Pumps, so hoch wie es geht. Aber mir hat der Arzt das verboten. Ich muss jetzt immer diese Schuhe tragen für 6'10 und die sehen gar nicht so elegant aus. Finde ich auch nicht gut. Sneakers, okay, ja, aber hohe Und Schuhe. warum darfst du keine Pumps mehr tragen? Ich habe zwei künstliche Hüftgelenke und das muss ich so lange schonen, dass ich das nicht nochmal diese Operation machen muss. Ich habe leider von Geburt an da einen Fehler in der Hüfte gehabt, was erst mit 50 aufgetaucht ist. Denn mit 50 gehst du sozusagen auf der Felge. Und das war auch ein Teil, das war auch eben halt während der politischen Arbeit, als ich im Bundestag war. Und erst habe ich das rausgeschoben. Es tat unglaublich weh. Ich habe ganz viele Schmerzmittel genommen. Und nachher habe ich, der Arzt hat gesagt, Sie kommen von alleine. Ich gebe Ihnen so viel Schmerzmittel, wie Sie haben wollen. Sie werden sowieso kommen. Und er hat recht gehabt. Ich habe es noch ein Jahr durchgehalten. Und im Bundestag hatte ich eine sehr gute Ärztin, die mich da auch gut eingestellt hat auf die Schmerzmittel. Aber man ist immer so ein bisschen benusselt. Und wenn man auf den Punkt formulieren muss oder auf den Punkt auch was sagen muss, dann fehlt einem der letzte Rest Konzentration. Das war sehr ärgerlich manchmal. Ich habe mich über mich selber so geärgert. Und dann habe ich mich gemeldet. Und das ging super gut. Und nachdem das gut, man ist nur eine Woche im Krankenhaus und dann nochmal ein bisschen in der Reha. Und weil das so gut gelaufen ist, sagte mein Arzt, ja, wie sieht es denn mit der zweiten Hüfte aus? Ich habe morgen Zeit. Und so, okay, machen wir. Also, Oh Gott. und dann kam das zweite gleich hinterher und dann war es erledigt. Aber jetzt geht's dir super gut. Es geht super gut, es geht so gut. Ich kann alles machen und es ist alles gut. Nur ich darf eben halt, das ist das Einzige. Ich habe nämlich nochmal gefragt und habe gesagt, ich kann doch nicht immer diese doofen Schuhe tragen. Ich habe gesagt, tja, Sie haben die Wahl. Wollen Sie mich wiedersehen oder wollen Sie Pumps tragen? Was möchten Sie denn eigentlich? Naja, und deshalb, ich laufe die meiste Zeit in Sneakers rum. Ja, aber wenn du Pumps trägst, dann wahrscheinlich so kleine Absätze, ne? Ja. Mal so für einen Abend halt. Mal so stundenweise hat das mir erlaubt. Ja, gut, klar, gibt ja auch immer so Abende oder ja, Anlässe, da ist es halt einfach schön. Gibt Leute, die haben viel Schlimmeres auszustehen, genau. Okay, also okay, weiter geht's. ich freue mich auf jeden Fall, dass es dir gut geht und dass so eine Hüft-OP scheinbar doch ganz gut vonstatten geht. Ich kann es nur jedem empfehlen, der da wirklich Schmerzen hat. Macht es rechtzeitig und dann ist das wieder richtig klasse. Es ist eines der häufigsten OPs überhaupt in Deutschland und Verrückt. läuft richtig gut. Okay, gut zu wissen, siehst du? Gut, dass wir da auch mal drüber sprechen bei Women Ja, Hitrada. Wir haben ne? hier alle Themen im Portfolio. Eben. Job oder Familie? Beides. Job ist mir wichtig und ich nur in der Familie sein. Ich glaube, das tut der Familie nicht gut. Und nur Job sein ohne Familie funktioniert auch nicht. Ich habe zwei Söhne und zwei Enkelkinder, also Enkelinen.
und habt sie auch ab und zu mal. Das ist so süß und das geht so ins Herz. Das ist so schön. Das möchte ich auf gar keinen Fall verzichten. Ja, okay, guter Punkt. Trinkst du dein Wasser still oder mit Sprudel? Mit Sprudel. Lieber Wassereis oder Milcheis? Milcheis. Joggen oder Radeln? Radeln. Laufen, ich war nie ein Läufer, ich bin Schwimmer. Ah, okay, okay. Sommer- oder Winterurlaub? Sommer, immer Sommer. Ich mag den Winter überhaupt nicht. Ja, geht mir ganz eigentlich echt genauso so. 30 Mal Achterbahn oder mit mir ins Oktagon steigen? Oh. Das ist Pest und Cholera. So schlimm ist es mit mir jetzt auch nicht. Oh ja, Achterbahn und alles andere, was irgendwie so... Also das ist mir völlig egal, weil beides ist irgendwie völlig daneben. Such dir was aus. Such dir was aus. Würdest du für 1 Million Euro 10 deiner Lebensjahre nehmen lassen? Ja oder nein? Auf gar keinen Fall. Unbezahlbar. Ich würde 1 Million dafür geben, noch 10 Jahre länger zu leben. Das wäre ein Angebot. Ja. Ja, Leben ist schon schön, ne? Es ist vielen gar nicht so klar, wie toll es eigentlich ist. Ja, wenn du Grenzerfahrungen gemacht hast, Leute, die du sehr geliebt hast, verloren hast und diese Erfahrung gemacht hast. Ich habe meinen Bruder früh verloren zum Beispiel. Der war 48, der ist 10 Jahre älter gewesen als ich. Dann setzt du dich mit dem Thema auseinander und dann merkst du, wie fragil alles ist, wie unglaublich empfindlich Menschen eigentlich sind und wie unglaublich wertvoll Leben ist. Und jeder Tag ist wertvoll. Es ist heute noch so, ich gucke morgens in den Himmel und bedanke mich dafür, dass es wieder einen Tag gibt, wo ich... Du, ganz ehrlich, ich bin da ganz genauso wie du. Ich bin irgendwie total happy und finde es so schön. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du manchmal Menschen triffst, die du fragst, und wie geht's dir? Und die dann so antworten, ja, muss. Ja, genau. Und du denkst, boah, bitte nicht. Ich hatte neulich ein Szenario im Flugzeug. Ich war ja jetzt trainingstechnisch und wettkampftechnisch in Kalifornien und bin jetzt zurückgekommen. Und ich war einfach eigentlich schon so ein bisschen genervt und dachte, boah, Mann, ey, wir hatten voll Verspätungen in Atlanta. Und das, ich dann im Flieger und ich sag mal so, hätte ich 1 Minute früher oder später oder 1 Stunde früher oder später in dem Flieger gesessen, hätte ich niemals wirklich, ich habe noch nie so was Wunderschönes gesehen. Es war so ein perfekter Sonnenaufgang mit seinem ganzen Drum und Dran, ja, und ich war so blessed auf einmal, ich war so selig, dieses Bild, ja, das werde ich, glaube ich, echt mit ins Grab nehmen, das war so krass. Ich meine, gut, ein Kapitän oder ein Pilot, der hat es ja tagtäglich, aber diese Farbgebung, diese Wolken, das war einfach so unbeschreiblich, und ich dachte, und ich darf hier sein und das sehen, ja, ja. Das war unglaublich, ich war so was von... Wow. Man verschwindet nicht so richtig damit, ne? Das kenne ich. Das ist so wunder. Ich habe so einen das war ein Sonnenuntergang, da habe ich mal gesehen. Das war in Chile. Das war da auf der großen Sternwarte. Das ist auf dem Berg über der Wolkengrenze. Auch geil. Die Sonne in den Wolken, das sah aus wie ein Meer. Ging die Sonne mit unglaublichen Farben so unter in den Wolken. Und auf der anderen Seite gleichzeitig ging der Mond auf. Auch so wunderschön. Krass. Habe ich auch gedacht, wow, du fühlst es richtig körperlich. Das ist so schön. Ja, Hammer. Das also, hat ein bisschen was Göttliches. So ein bisschen so, wow. Ja. Das kann ich gut verstehen. Aber das ist auch anstrengend für dich, von Los Angeles dann hierher und dann gleich wieder Interviews führen. Meine Güte. Ich bin direkt Mittwoch und Donnerstag im Dienst der Deutschen Welle gewesen. Wow. Also es war anstrengend, aber ja, wie gesagt, es ist ja das Geile, wenn man seinen Job liebt und so mit Leib und Seele dabei ist, dann empfindet man es ja tatsächlich äußerst selten als stressig oder blöd oder so, ja. Ich glaube, es ist, wenn ich jetzt einen anderen Job gemacht hätte, den ich dann Mittwoch, Donnerstag hätte machen müssen, dann hätte ich auch gesagt, boah, muss ich mir nochmal überlegen. Aber so kann ich sagen, ey, habe ich mir ja so ausgesucht und will ich ja so. Wow. Deswegen. Du, wir sind gleich am Ende versprochen. Ich brauche nochmal von dir eine Einschätzung. Beschreibe dich mal mit 3 Worten. Oder 3 Attributen. Mich mit 3 Worten? Können auch von mir aus 5, 10 sein, weil da gibt es bestimmt einiges, was du da aufführen kannst. Oh, jetzt kommt gerade eine Ich-Schwäche über mich. Fröhlich,
manchmal sehr vernünftig. Was ich mache, mache ich, glaube ich, sehr liebevoll. Interessiert, neugierig bis so viel. Aufgeschlossen. Und ich denke, dass ich auch immer fair bin. Ich denke, dass du auch klug bist. Das finde ich nämlich sehr schön. Ich mag attraktive Frauen mit Intellekt. Danke gleichfalls. Ja, super. Siehst du, haben wir heute auch sogar noch ein bisschen an der Ich-Schwäche gearbeitet. Ja. So, dann nächste Aufgabe. Vervollständige bitte folgenden Satz. Ich liebe meine Kinder und meine Enkelinnen. Ich hasse dumme Gewalt. Aber auch, ich fühle mich jetzt gar nicht angesprochen. Gewalt und Dummheit, so will ich sagen. Ich meine, auch intelligente Gewalt gibt es ja nicht, aber das war eben doof formuliert. Okay. Gewalt hasse ich und Dummheit hasse ich. Aber so richtig, die eben halt in die Gewalt nachher führt. Hm. Und da habe ich ein richtiges Problem mit. Wenn ich so Leute höre, wenn sie wirklich richtig dummes Zeug sagen und dann auch noch so, oh, den muss man mal ordentlich so. Also das ist so eine Art und Weise, wo ich ganz schwer mit umgehen kann. Hm. Ja, ich weiß, was du meinst, so Dummheit, so. Pff. Ja, das ist, geht dann so in dieses, in die rechte, rechtsextreme Ecke, das kann ich überhaupt nicht. Was war denn, ich weiß, das ist auch eine schwere Frage, aber kannst du ja schon mal drüber nachdenken, dein größter Fehlkauf, also was hast du dir mal gekauft, in dem du gesagt hast, ey, so blöd, warum? Oh. Also, ich bin nicht so ganz sicher, aber ich glaube, mein größter Fehlkauf ist das Auto, was ich jetzt fahre. Ich liebe es eigentlich. Es ist wunderschön. Es ist, ach, wo wir beide schon drin gefahren sind? Ja, genau. Das ist ein schwarzer Golf. Der hat richtig viel PS. Es ist aber ein GT. Das heißt, der sieht von außen ganz normal aus und ist kein GTI. Das ist so eine Stufe davor. Und das ist ein Montagsauto. Ich habe schon so viel an Reparaturen bezahlen müssen. Jetzt ist er wieder in der Werkstatt. Jetzt sind wieder alle Bremsen irgendwie fest und irgendwie nicht in Ordnung. Mm. Also das war, glaube ich, ein Fehlkauf, auch wenn ich ihn sehr mag. Und das ist dann ein richtig teures Auto geworden, weil er eben halt immer irgendwas hat. Dann musst du dir mal ein anderes holen, mit Dienstagsauto. Ja, ich hoffe, jetzt hat er auch, glaube ich, die letzte große Reparatur. Ich habe es jedes Mal gesagt. Ich habe den jetzt über 10 Jahre. Und jedes Mal ärgere ich mich, die Platze, und denke immer, wenn du das Geld jetzt reingesteckt hättest in, was weiß ich, ein Leasing-Auto, dann hättest du nicht diesen Ärger, den du hast. Und es wäre viel billiger geworden. Aber irgendwie fährt er dann auch gut. Und wenn er dann fährt, mag ich ihn so gerne. Bist echt süß. Was würde uns an dir überraschen? Ich glaube, wenn ich wieder in die FDP eintreten würde. Ich glaube, das wäre echt eine Überraschung. Wenn ich plötzlich sagen würde, ich mache jetzt hier nochmal weiter. Was war bis jetzt der schönste Moment, an den du dich in deinem Leben erinnern kannst? Das war tatsächlich die Geburt meiner Kinder. Das war mein schönster Augenblick. Das erste Mal so unfassbar schön. Und meine Ärztin hatte gesagt, ich bekomme ein Mädchen. Und irgendwie sagte jemand, ich war im OP, und da sagte jemand, oh, es ist ein Junge. Und ich fühlte mich gar nicht angesprochen, zeigte mir ein Kind. Und ich glaube, für mich selber, von der Wahrnehmung, hat es Stunden gedauert, bis es hier denn geklackelt hat. Und dann gesagt, Moment mal, das ist dein Kind, weil du kriegst eigentlich kein Mädchen, du hast einen Jungen gekriegt. Ich war so fehlprogrammiert in dem Moment. Und das war ein so zauberhafter Augenblick. Und beim zweiten war es auch so. Also das, ich kann mir das schon vorstellen, wenn man einfach, wenn plötzlich Leben aus einem kommt, ja? Ja, und du plötzlich siehst du den Menschen und denkst, ach, du bist das. So dieses, plötzlich ist es nicht mehr abstrakt, ich kriege ein Kind, sondern es ist richtig eine Person, und du fühlst schon Stärken, du fühlst schon Schwächen, du fühlst die Person, die da gekommen ist, die es vorher halt nicht gab. Das ist ein Wunder. Das ist schön. Ja, absolut. Oh Mann, Silvia, wir sind tatsächlich schon echt am Ende der Zeit, und das ist wie verflogen, wie sagt man, im Handumdrehen?
The wink and then it went over. Also wenn du magst, gehören gerne die abschließenden Worte dir. Ich möchte auf jeden Fall nochmal sagen, danke an dieser Stelle für deine Zeit, für diesen Input, den du geliefert hast, für einfach, dass es dich gibt, weil du einfach so ein toller Mensch bist mit einer so tollen Geschichte. Ich danke auch für die Inspiration. Ich hoffe, das geht den anderen auch so, die den Podcast sehen und hören. Aber jetzt gehören gerne die abschließenden Worte dir. Wow, was ein schweres Amt jetzt. Julia, ich finde es ganz toll, wie du das geführt hast, das Interview, weil das so spritzig und vor allen Dingen deine Begeisterung steckt mich auch an. Deshalb kann ich nämlich auch so frei antworten, weil du so frei gefragt hast und so freundlich warst. Und ich wünsche dir und deinem Fortkommen alles, alles, alles Gute, dass du eine richtig gute Medienkarriere machst, denn es liegen noch so viele Jahrzehnte vor dir. Und da hoffe ich alles, dass sich alles, alles verwirklichen lässt, was du dir heute wünschst. Dankeschön, das ist sehr lieb. ja, du, dann danke, wie gesagt, bleibt gesund, bleibt alle gesund. Danke fürs Zuhören, Zusehen. Women Hit Harder verabschiedet sich. Silvia Kennell, danke, dass du mein Gast warst. Und gerne. Bis bald. Alles, alles Gute für dich. Danke. Tschüss.